Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Kommissarin. Zunächst mal herzlichen Dank an den Berichterstatter. Das ist wirklich ein gutes Gesetz geworden. Und ich könnte mich ja nicht bei Timo Wirken sofort anschließen und sagen, ich stimme dir voll zu. Darum geht es hier aber nicht. Ich soll ja meine eigene Rede halten. Es ist tatsächlich so, wenn es auch nur 5% sind der CO2-Emissionen, die die LKWs und die schweren Nutzfahrzeuge ausstoßen, es ist 25% vom Straßenverkehr und wir müssen dringend etwas verbessern. Wir brauchen eben auch viel Verkehr, die Verbraucher wollen Produkte kaufen, die müssen transportiert werden. Es kann aber wirklich nicht sein, dass wir noch keine Standards hatten. Und darum ist es unwahrscheinlich wichtig, dass wir tatsächlich jetzt erstmal Standards haben für diese Emissionen und für die Effizienzmessung. Ist doch verrückt, USA, China, auch sogar China, Japan, Kanada, die haben das alle und wir noch nicht. Das messen wir jetzt im realen Straßenverkehr, auch eine ganz wichtige Geschichte, dass wir das jetzt so machen und nicht irgendwo im Labor. Und wir veröffentlichen die Daten. Da ist mir besonders wichtig, dass wir sensible Daten schützen und geistiges Eigentum schützen. Aber insgesamt sind wir in einer sehr guten Richtung unterwegs für die Dekarbonisierung des Transports. Was wir jetzt haben, ist gut für die Umwelt, gut für die Transparenz und bringt uns weiter nach vorne.